Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu. Wegen der Feds. Danke. Sei hier drin auf der Hut, Fremder. Wir sind argwöhnisch. Okay. Ja, es wäre ja... Du könntest ja eigentlich mitkommen. Und einfach mal sagen, ey Jungs, hier, da kommt einer. Wir machen nichts. Der macht nichts. Der ist lieb. Kein Problem. Nee, bleib da. Einfach random. Was ist mit dir? Alter, was ist mit dir? Du bringst Ärger. Wo ist der Wachturm? Du findest ihn. Ganz sicher. Du bist so gut wie tot, oder? Nee, aber du sitzt auf einem scheiß Sessel in einem Knast ohne Bettdecke bei dem Bett. Was zum Teufel? Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten.
Ja, das ist natürlich sehr gefährlich und damit ein herzliches Willkommen zu Mafia Part Nummer 20. Woo! Schon die zweite Null vorne. Der Wahnsinn. Hinten. Geil. Krass. Part Nummer 20. Das ist echt verrückt. Das ist echt krass, wie schnell das ging. Vor allem, wie schnell ich das Let's Play einfach aufgenommen habe in der kurzen Zeit. Aber geil, finde ich gut. Also immer dran gewesen, immer Spaß gehabt und wir sind beim Wahlkampf. Gab's Probleme? Nein, Boss, keine Probleme. Noch was für mich? Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft sie nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist. Wird panisch. Hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter. Tauchen nicht mehr auf. Paulie ist dein Freund. Und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Paulie und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Winnie einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Winnie die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Oh, du kleiner. Arroganter. Also Tommy. Ich bin ja erschüttert. Du arroganter kleiner Wichser. Das ist ja verrückt. Ja, wie gesagt, und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Part 20 in Mafia. Die Bilderkugeln sind immer noch kacke, genau wie der Kö. Beziehungsweise nicht kacke, sondern immer noch da. Deine Frau hat dich nicht verdient, weißt du das? Was? Der schaut nie rüber. Ist ein braver Junge. Hä, scheiße, ich bin ja auch keine... Hä, seid ihr denn, oder was? Nee, geht weg. Ekelhaft. So. Kann ich mit dir reden? Hi, du bist aber nicht... Sarah. Du hättest das gestern sehen sollen, Himmel. Ja? Hier wartet eine Cola auf dich, wenn du für heute fertig bist. Wow, ich kann's kaum erwarten, eine Cola zu trinken. Nachdem ich jemandem ein drittes Auge verpasst habe. Geil. Auf die Cola freue ich mich schon hart. Vielen Dank dafür. Wirklich vielen, vielen Dank. Wow. Auf die Cola habe ich jetzt schon richtig Bock. Apropos Cola. Ja, immer noch die Burger Patties. Meine Fresse! Das ist schade, dass sich das nicht hier immer ändert. Das ist alles gleich, immer. So ein bisschen Liebe zum Detail wäre schon cool gewesen. Ich meine, ist ja alles schön und gut, aber schade. Aber gut, es ist auch nur Meckern auf hohem Niveau. Habt ihr auch irgendwas Komisches zu labern? Ich stehe dann einfach nur rum, gell? Du raust neben einem... Alter, ich hoffe, dass das ein Milchcontainer ist. Milchkasten. Keine Gasflasche. Meine Fresse. So. Winnie, gib uns eine Waffe. Ich will eine Waffe haben. Hey, Tommy.
Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen. Also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Nee. Such dir einen Weg rein und geh zum Wachturm. Ganz oben ist abgesperrt. Dafür ist der Schlüssel. Okay. Ich bin schon ganz, ganz fickrig drauf. Ich habe schon richtig Bock. Gib mir die Magnum-Pistole. Ich würde gerne jemanden so damit abknallen. Gegebenenfalls. Ja, kratze erstmal am Hals. Also, wir gehen jetzt hier mal. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wir holen jetzt noch ein Auto aus der Garage, würde ich sagen. Oder hast du, Ralphie, hast du was für uns? Das wäre auch ganz nett. Ich habe lange nicht mit dir geredet. Oh, hallo. Oh, was bist du denn für eine kleine Schönheit? Ralphie, was hast du denn da gezaubert? Ich bin ja erregt, bin ich ja. Der Wahnsinn. Viel Erfolg heute, wem auch immer du ans Bein pisst, Tom. Also für dieses Auto dir auf jeden Fall nicht. Das ist ja ein Schmuckstück. Ich habe jetzt mehrere Wagen, als ich brauchen kann. Ich soll mir was suchen. Ja, du reparierst so viel, wie du willst. Solange du mir hier so, auch wenn ich die Farbe Orange ultra hässlich finde. Aber das ist ein wunderschönes Auto. Eieiei. Also hier, schön. Nein. Fickt euch. Ganz ehrlich, fickt euch. Ihr seid einfach zu langsam gefahren. Nichts verfolgen und verhaften. Ich hau hier ab. Ja, wir hauen einfach mal ab. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Einfach mal fix hier unten durch die Brücke. Vielleicht haben wir auch Glück. Okay, ihr seid ein bisschen nervig. Ja, geh weg. So, das ist gut. Hier ist schon mal keine Polizei in der Nähe zumindest. Bisher blinken... Ach, geht doch. Mein schönes Auto. Ihr seid doch gemein. Kann man sogar Boot fahren? Okay, ich muss unbedingt das freie Fahren mal testen. Jetzt mal ohne Scheiß. So, was geht hier so? So, finde einen Weg ins Gefängnis. Das kriege ich hin. Ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich hier oben rüber, oder? Ja. Hi. Guten Tag. Hey, du da. Komm her. Tonys Mann? Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Und dann geradeaus. Okay. Und wer sitzt da oben, Alter? Geil. Ist das wirklich ein Knast oder was ist das hier? Hey, du da unten! Wir bleiben, wo wir sind! Verzieh dich! Ich hab gar keinen Bock auf Stress, gell? Kann ich dich erschießen? Oh! Alter! Das... Oh! Okay. Es tut mir leid. Ich dachte, das geht nicht. Okay. Sorry. Das war jetzt wirklich unangenehm. Folge den Penner-Markierungen. Und was sind Penner-Markierungen? Jetzt mal ehrlich, was sind denn Penner-Markierungen?
Es ist auf jeden Fall sehr schön designt. Das muss man auf jeden Fall mal lassen. Aber was sind denn Penner-Markierungen? Da kommt jemand! Nein. Ja. Keiner von uns. Hier bist du nicht willkommen. Ist das so? Ich will dich nicht killen, gell? Ja, Entschuldigung. Okay. Kann ich dich bestechen? Na komm, mach ich dich halt eben so platt. Ja, das war ja einfach. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn ihr keine Knarren habt, weil ich möchte euch ungern erschießen. Das mit dem anderen hat mir schon eben ultra leid getan. Das war keine Absicht, Mann. So, jetzt kommen wir hier... Ach, das, ist das die Penner-Markierung? Keine Ahnung, Mann. Komm, lass mal hier hochgehen und dann gucken wir mal. So, okay. Schön ist es hier auf jeden Fall. Also, altes Gefängnis hat was. Herr, wer... Ich mach doch überhaupt nichts. Ich will doch... Hi. Wir sind hier zu Hause. Warum versteht ihr das nicht? Digga, du sitzt im Anzug hier. Du sitzt da in einem Anzug, ja? Ich glaube, so schlecht kann es dir gar nicht gehen. Es ist abgeriegelt. Kein Reinkommen. Ist das so? Hi. Da kommt jemand. Ich hab dir voll auf die Fresse gehauen, Digi. Hast du auch verdient. So, was haben wir hier? Sicherheitsmaßnahmen. Gefängnis von Lost Haven. Ablauf beim Betreten und Verlassen. Ab heute, 1. Juni 1921, muss diesen Regeln Folge geleistet werden. Ein triftiger Grund für den Besuch muss vorgewiesen werden. Stellen Sie sicher, dass sich vor und hinter der Sicherheitstür Werte befinden. Ziehen Sie den Hebel zum Entsperren und Öffnen. Stellen Sie sicher, dass die Tür umgehend wieder versperrt wird. Ja, okay. Lost Haven, Typewriter ist... Schade, kann ich nicht lesen. Aber dann lass mal hier das Ding mal aktivieren. Hi. Bist du am Kotzen oder bist du am... Schwarzgewand und Schwachsinn. Ja komm, dann hau ich dich einfach mal K.O., bevor du mich K.O. hauen willst. Das ist ein altes Gefängnis, würde ich jetzt einfach sagen, oder? Nein. Das weiß ich noch nicht, aber was hast du denn für mich als Hilfe? Hi. Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu, wegen der Feds. Danke. Sei hier drin auf der Hut, Fremder. Wir sind argwöhnisch. Okay. Ja, es wäre ja... Du könntest ja eigentlich mitkommen und einfach mal sagen, ey Jungs, hier, da kommt einer. Wir machen nichts, der macht nichts, der ist lieb. Kein Problem. Nee, bleib da. Einfach random. So, was habe ich hier? Munition. Ah, perfekt. Oh, Digi, bist du tot? Bist du gestorben? Ja. Ja, spätestens jetzt. Hä, warum? Okay, es war jetzt vielleicht nicht... Es war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, da einfach zu schießen. Du gehörst mir, es hört sich an wie bei... Nein. Okay. Hi. Wir sind das Letzte, was du sehen wirst. Ist das so? Ja, komm, hau weg. Weg mit euch. Komm, einer weg. Und weg mit dir. Kann ich dich auch noch hauen?
Au! Armer Kerl. So. Haben wir es jetzt. Ich bin nur freundlich. Ich habe nichts gemacht. Außer aus Versehen jemanden erschossen. Zweimal. Aber das war wirklich... Ach, du willst mir auch auf die Fresse. Komm her! Nur du und Hilfe hier drüben. Ja. Was heißt die Verdammte? Ja, tschüss. Ja, du da hinten, heul nicht. Der wollte mir auf die Fresse hauen. Ich hab nichts gemacht. Ich bin ein Netter. Nein, ganz ehrlich, ich habe wirklich nichts gemacht. Jetzt lass uns mal hier hochgehen. Ich will das mal hier weitermachen und abschließen vor allem. Aber schon ziemlich cool gemacht vor allem auch. Also ich kann mich da nicht... Was ist mit dir? Alter, was ist mit dir? Du bringst Ärger. Wo ist der Wachturm? Du findest ihn. Ganz sicher. Du bist so gut wie tot, oder? Nee, aber du sitzt auf einem scheiß Sessel in einem Knast ohne Bettdecke bei dem Bett. Was zum Teufel? Hast du überhaupt ein Klo, Mutti? Oder sitzt du drauf? Nee, du hast auch ein Klo. Aber warum hast du da denn... Ich will's gar nicht wissen. Stay out. Keep out. Was ist mit dir? Bist du gut? Bist du böse? Du bleibst hier. Oh, guck mal. Oh, Diggi, das bist du am Anfang. Es tut mir so leid nach wie vor. Wirklich, ohne Scheiß. Ich habe dich da richtig nach hinten geschossen. Oh, es tut mir leid. Eieiei. So, wie komme ich jetzt? Ah ja, ich muss weiter hoch. Was ist das hier? Vor allem überall diese... Irgendwas geht hier auf. Irgendwas auf. Aber das hat es nicht gebracht. Hä? Okay. Ich verstehe es nicht. I lost my arm in France for this. Ach so. Ja. Wow. Super. Okay. Also. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich noch weiter hoch? Nee, noch weiter hoch geht nicht. Aber hier ist etwas zum Aufsammeln. Nee, nicht hier, sondern im nächsten Raum. Lass mich raten, den kriege ich nicht, weil ich hier wieder irgendwo... Ja, doch, ja, wahrscheinlich das. Richtig. Ja, natürlich. Ja, und was kriege ich jetzt? Ein Comic oder ein Zigarettenbild? Ein Comic. Nice. Ja, es ist halt schade. Ich dachte, ich könnte bei den Comics halt wirklich was lesen, aber das sind ja einfach nur einzelne Bilder. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Mega schade. So. Wo soll ich jetzt hin? Folge der Markierung zum Wachturm. Ja, fuck, Alter. Ich weiß ja gerade wirklich nicht, wo ich hin muss, gell? Die Markierung. Keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall ganz weit oben. Das ist schon mal gut. Ah, Moment. Ja, hier. Was macht das hier? Komme ich da jetzt rein, oder was? Ja, tatsächlich, guck mal. Ach, guck mal, da, die Markierung, die Penner-Markierung, ja. Finde, get out. Okay, finde den Wachturm, das schaffen wir. Das ist irgendwie sehr eigenartig. Dachte, da kommen mehr, um uns rauszuwerfen. Hä? Ich will euch nicht rauswerfen. Ich hab euch gern. Alles cool. Was geht? Ist der Wachturm in der Nähe? Ganz nah. Der Aufzug ist kaputt, aber du kannst die Treppe nehmen. Der hört sich an wie Dean Winchester jetzt mal ohne Scheiß. Voll geil. So, aber hier gibt's sonst nichts. Sind die
Sonst sind die immer so lieb gesotten oder was geht? Die Treppe. Jetzt haben wir es doch, oder? Jetzt haben wir es gleich. Glaube ich zumindest. Okay, das war definitiv stressiger. Das war weitaus stressiger im originalen Spiel als jetzt. Bisher zumindest. So, okay. Wo ist das Schmuckstück? Taubenscheiße. Geil. Ach, guck mal, wie schön das ist. Da hinten. Da ist die Knarre. So, treffen wir ihn denn direkt, oder was? Wann soll ich ihn denn erschießen? Okay, das war... Okay, wunderbar, wir haben ihn ausgeknipst. Das könnt ihr doch gar nicht wissen. Hallo? Was ist denn hier passiert jetzt? So, meine lieben Zugucker und Zuguckerinnen, es tut mir leid, ich werde hier einen Schnitt machen müssen. Der Part geht doch länger als gedacht. Und da ich den nicht so ultra lange haben möchte und das einfach auf zwei kleinere haben will, mache ich hier einen Schnitt. Der nächste Part wird ziemlich geil, wird sehr, sehr actionreich. Sehr viele Ausraster. Freut euch auf, den nächsten Part. Genau, in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen und wir hören uns. Dann bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss, tschüss.